Ja, der 17. Gerersdorfer Stadtlauf ist es mittlerweile geworden und ich bin sehr froh, dass wir so viele Besucherinnen und Besucher haben, viele Teilnehmer und vor allem, dass wir heute so ein schönes Wetter haben. Was macht eigentlich das? Das hat ja ein eigenes Flair, der Stadtlauf in Gerersdorf. Was ist das eigentlich, was das ausmacht? Ja, das Besondere ist, dass dieser Stadtlauf mittlerweile jetzt schon 4, 5 Jahre wieder mitten im Zentrum beim Rathaus vorbei stattfindet und das macht halt das besondere Flair aus, wo normalerweise die Autos fahren, darf man einmal im Jahr laufen und das ist heute. Also Gerersdorf, wie man so sieht, ist ja eine sehr sportliche Gemeinde. Wir unterstützen auch als Gemeinde sehr viele Sportvereine. Wir haben einen tollen Laufverein, den Dynamo Seiring, der heute viele Läuferinnen und Läufer mit den Jugendlichen gestellt hat, weil die auch so gut unterwegs sind in Niederösterreich, ist heute bei unserem Lauf das Finale vom niederösterreichischen Nachwuchscup gewesen. Und damit ist sichergestellt mit so einem Lauf, Gerersdorf ist Laufstadt und Gerersdorf ist Sportstadt. Eine ganz wichtige Funktion, die Lavestation. Ich glaube, das ist schon Tradition, dass du das machst. Ne? Ja, das ist meine 17. Lavestation, was ich heuer mache. Ich bin von Anfang an dabei mit meinem Team. Heuer wieder mit meiner Frau, mit meinem besten Freund, mit seiner Gattin. Also es läuft, wir haben das schon im Griff. Wir sind in einer Stunde fertig mit Aufbauen, wir sind in einer Stunde fertig mit Abbauen. Ja, also es ist 17. Stadtlauf, 17. Lavestation. Ich glaube, das können wir gut verkaufen. Das wird bald ein Jubiläum. Ja, 20. Stadtlauf hoffentlich. Da können wir noch mitmachen, aber ich glaube, es wird schon werden. Ja. Und die Bananen, ein ganz wichtiger Energielieferant. Ne? Ja, Bananen ist jetzt wichtig. Und auch die Kipfer von der Firma Ströck. Und Magnesiumwasser von der Firma Magnesia, also das ist sehr wichtig. Und ich glaube, das ist ein gutes Ausgleich für die Sportler. Und wenn man sieht, wie die Sportler da ins Ziel gekommen sind, also sind sie gut versorgt worden? Ja, sie sind gut versorgt, zum 17. Stadtlauf alles versorgt und es passt alles. Wunderbar, dann sage ich schon danke. Gut, danke schön, danke.